Ja, hallo meine Freunde der Sonne. Scheiße. Da sind wir wieder. Ohne Mist, wenn ich eure Vorschläge mir raussuche und ich schon sowas lese, was kommt denn da jetzt raus, ey? Ohne Scheiß, was kommt denn da jetzt raus? Und wenn ich schon das Thumbnail gesehen habe, ja. Heute reagieren wir auf Adolfs Trickfilmkiste. Was? Ja, wir gucken einfach rein. Boah, ohne Mist, das muss ich jetzt gleich mal sagen. Wer von euch, seid mal ehrlich, wer von euch dachte damals, das habe ich glaube schon mal in dem Video gesagt, ne, war so ein kleiner Keck, ne, so ein übelst kleiner Bubele, der das erste Mal Sonnenlicht gesehen hat, weil ich bin ja im Keller aufgezogen worden. Ich glaube mit 6 Jahren. Da habe ich auch mal einen Schwarz-Weiß-Film gesehen. Und erstmal, das ist kein Witz, das ist ohne Scheiß kein Witz. Ich dachte, damals waren die Leute schwarz-weiß. Ich weiß nicht wieso. Und ich dachte damals, dass die Leute wirklich so schnell gelaufen sind. Ich dachte, es wäre damals so gewesen halt. So, dass man halt so schnell zur Front muss oder so. Das Deutsche Reich ist geschwächt. Hunderttausende tapfere Soldaten sind bereits an der Front gefallen. Nun gilt es, die Jugend für den Krieg um das tausendjährige Reich zu gewinnen. Insbesondere Kinder, den Nazis von morgen. Zu diesem Zweck hat das Reichspropagandaministerium eine Serie von feinsten Zeichentrickerzeugnissen nach dem Geschmack des Führers produziert. Time Lies und der Reichstrickfilmverband präsentieren Adolfs kunterbunte Trickfilmkiste. Eine einzigartige Sammlung arischer Kinderserien auf 5 Flachbildscheiben. Für den einzigen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ey, aber was ich halt heftig fand, damals zum Beispiel mein Opa, ne, die mit was für ein Spielzeug die aufgewachsen sind, die hatten einfach mal so einen Panzer oder so, ne? Oh geil, ja, Panzer, finde ich schön. Weißt du, und ich bin, mit was bin ich denn eigentlich aufgewachsen? Ja, gut, mit meinem Keller. Ich hatte ein Bett und ich hatte mein Nachttopf, dass ich kacken gehen kann, ne? Aber so damals, so mein Opa, ne, wo der jung war, hat er halt Panzer und Soldaten gehabt, ne? Und da hat man halt Krieg gespielt, ne? Gut, wenn ich die meisten Leute heutzutage an mir angucke und dann, oder besser die Kinder angucke und dann die mit so einer Puppe rumlaufen draußen, ohne Scheiß, habe ich mal gesehen, ne? Die hatte keine Augen mehr, also, oder ein Auge hat gefehlt, die Kleidung war so komplett zerflattert, also, ich weiß ja nie, was die mit der Puppe macht, die soll mit der Puppe spielen und nie hier. Ja, also, liebe Mutti, wenn du hier zugucken solltest, ich würde mit dem Kind vielleicht mal zum Psychiater gehen, weil. Fängt mit einer Puppe an und am Ende sind es dann Menschen, ne? Wir sind Nazis. Ich bin Adolf, Prinz von Germania und Verfasser des Bestsellers Mein Kampf. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir eines Tages, als ich meinen Kochlöffel ausstreckte und sagte: Bei der Macht vom Reichstag, ich habe die Kraft. Ich wurde Hitler, der mächtigste Mann des Hitlerversums. Adolfs Trickfilmkiste. Spiel, Spaß und Hochspannung. Jetzt kommen die Hitler-Turtles, Neonazi-Hitler-Turtles. Ja, wer kennt sie nicht, die Hitler-Turtles, ne? In einem sehr arischen Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, da war ein Führer sehr bekannt. In seinem sehr arischen Land. Alles weit und breit. Ich fand ja damals in der Schule.
ich habe ja Leistungskurs Geschichte gehabt, ne? Ich fand ja immer, dass das Bild von Arian immer so übelst geil, ne? Da, wo halt auserkoren wurde, wer ein wahrer Arier ist und sowas, ne? Also zu 80% waren die Leute keine Arier, ne? Also da hat viel nicht gestimmt, ne? Ich glaube bei den Ariern wurde halt erstmal natürlich die hellblauen Augen, sportlich, obwohl man das sich ja selber antrainieren kann, aber das ist immer egal. Dann blonde Haare und ich glaube bei den Ariern, wenn ich mich noch recht entsinne, wurde ja auch geguckt, ob die Stirn zum Beispiel einen bestimmten Umfang hatte. Und wenn die Stirn zu groß war, war es halt dann kein Arier, ne? Ja, Ariel, die Meerjungfrau, denkt sich auch, was sind das für Leute, ne? Gibt's wirklich. Hab ich gestern gesehen, Mann. Hat auch genügt. Weihnachtsmann gibt's auch. Das ist doch nicht teuer. Was kommt bei einer Autobahn? Ich glaube jetzt in Deutschland, wenn mal wieder jemand von Österreich hier Bundeskanzler werden möchte, ne? Ich glaube, das sind die Deutschen und die anderen Länder, die sind dann spitz, ne? Also ich glaube, sobald die das hören, oh, ein Österreicher will in Deutschland Bundeskanzler werden, ich glaube dann, so schnell können wir gar nicht gucken, so schnell ist unser Land wieder besetzt. Ja, jetzt kommt wieder, ja, wir sind doch immer noch besetzt. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Achso, wenn ihr jemanden kennt, der, gerade an die Österreicher da draußen, wenn ihr jemanden kennt, der abgewiesen wurde oder gerne Künstler werden möchte und der wurde abgewiesen von der Künstlerakademie, weil die Bilder scheiße waren oder weil talentfrei, beobachtet bitte den Menschen, ganz genau. Guckt ganz genau, was der ist. Guckt ganz genau, wo der sich abends trifft. Weil, ne, also, ja, ihr habt's gesehen, ne, also, vor allem, ihr müsst euch mal vorstellen, ne, die Geschichte einfach nochmal, die gesamte Geschichte von Hitler, ne, ne, jetzt mal den Ersten Weltkrieg jetzt mal weggesehen, wo er, ja, Bote war, Pionier, besser gesagt, also, ne, der hat sich um die Post gekümmert oder um Befehle weiterzugeben. Aber danach wollte der ja eigentlich, das ist ja das Paradox an der Sache, er wollte danach eigentlich Künstler werden. Und ja, was, ja gut, ich kann kein Künstler werden. Ja, gut, dann werde ich mal hier ein bisschen mir irgendwas zusammenspinnen. Ist so krass, oder? Was aus Künstler heutzutage wird, ne? Stalingrad! Hitler kann lachen, wie eine Funke und Anfänger!
Zum Superstar. Doch warten Sie, das ist noch nicht alles. Wenn Sie jetzt über den Fernsprecher bestellen, gibt es noch ein Paket mit herrlichen Hörspielen kostenlos dazu. Brauche ich nicht, ich habe ein viel moderneres Telefon. Ja, ich habe 2000 mit einer Schnur dran. Das ist viel moderner, viel, viel moderner. Sowas brauche ich nicht. Nee. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wenn ich jetzt sage, das hat er gut gemacht, gut parodiert, gibt es wieder Leute, die verstehen das falsch. Wenn ich sage, ja, ist nicht mein Humor, ist gelogen, weil das ist absolut mein Humor. Also, sorry, aber das ist geil. Das ist absolut mein Humor. Und wer es halt nicht als Humor sehen kann, kann ich auch verstehen. Absolut. Aber ist halt mein Humor. Also heutzutage, wir sind. Ja, klar, ne, die Zeit war scheiße, ne? Und nee, ich will jetzt nicht politisch werden. Nee, ach komm. Also geil, halt absolut mein Humor. Sehr geil gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.